Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2 Pass of Fire. Wir sind bei Folge 5, glaube ich. Ich bin mir immer unsicher, welche Nummer, weil ich das halt immer erst sehe, wenn ich dann das Thumbnail mache und den Text für das Video fertig mache. Aber ja, wir haben im letzten Part die Karte komplett fertig erkundet. Wir haben Kristalloase zu 100%, das war super, super cool. Wir haben alle Herzchen gemacht, heißt, wer ein bisschen Schwierigkeiten hat mit den Herzchen, kann sich das Video sehr gerne anschauen. Und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, legen wir einmal los. Ich habe der Soraya wieder mal ein anderes Bild verpasst. Wir sind immer noch auf dem Sturmboote, aber diesmal mit Zepter und Fokus. Nee, Zepter und Kriegshorn. Genau, ich werde ihr wahrscheinlich beim nächsten Part dann den Dolch und das Schwert wieder reinpacken. Eventuell vielleicht auch einen Stab, mal gucken, dass wir auch was für Nahkampf hätten. Aber das Bild ist sehr, sehr gut. Man soll sehr einfach und schnell Schaden hinkriegen. Aber wir müssen jetzt erstmal, macht Balthasar ausfindig und tretet ihm entgegen. Betretet das Tor zu Makali Außenposten. Wir haben hier den Durchgang. Und kommen dann zum Wüstenhochland. Schreitet durch das Portal. Oh, oder auch nicht. Wir kommen direkt in die Instanz. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wir haben hier unten Schattenagent Kito. Kito, was ist los? Vlast war hier und kämpfte direkt jenseits der Mauern gegen die Gebrandmarkten. Ja. Als die Geschmiedeten angriffen. Brennt wir hörten, alles. Wie einer der Geschmiedeten sagte, Balthasar selbst sei unterwegs, um den Drachen gefangen zu nehmen. Oh. Ihr dort drüben, folgt mir. Ja. Ich versprach euch die Hilfe des Ordens der Schatten. Ja. Um Balthasars Heroldin zu finden. Aber ich gehe davon aus, dass ihr auch mit dem Gott selbst zufrieden seid. Ja, wir immerhin. Eure Warum Hilfe, nicht? Um an Vlast heranzukommen. Er könnte der Schlüssel sein, den wir benötigen, um Balthasar aufzuhalten. Es tut mir leid, aber niemand hier in diesem Außenposten ist so ausgerüstet, dass er eine Chance gegen einen Kriegsgott hätte. Na toll. Hier entlang. Los, weiter! Okay, also wir stehen hier voll unter Beschuss. Ich muss diese Leute hier aus der Gefahrenzone bringen. Zurück zum Tempel der Kormir. Wie können wir helfen und uns nützlich machen? Genau, wir sind auf jeden Fall auf dem Kristall, auf dem Wüstenhochland. Wollt ihr nicht mal um ihr eigenes Zuhause kämpfen? Diese Leute sind keine Krieger. Für euch mag es anders sein, aber für sie bedeutet ein Gott den sicheren Tod. Sie ziehen es vor, die Beine in die Hand zu nehmen und zu überleben. Das verstehen wir. Bringt sie zum Tempel. Okay, und wir? Ich brachte es nicht über mich, ihm zu sagen, dass ganz Tyria unterginge, falls wir heute sterben würden. Ja. Dann tun wir mal unser Bestes, um heute nicht zu sterben. Gute Einstellung. Gute Einstellung. Der Plan des Tribuns gefällt mir. Na, Kana. So, und was nun? Wir finden Vlast. Mhm. Kes? Ich komme mit euch. Ich will antworten. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal zu viert. Verlass das Makali außen. Wir sollen ihn verlassen. Okay, ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal hier drüber. Keine Ahnung, welchen Weg Vlast genommen hat. Brände und Trümmer finden sich in allen Richtungen. Oh Gott. Diese Zerstörung ist auf Kämpfe zurückzuführen. Ja, auf Drachen jeden Fall. Hinterlassen andere Spuren, die ziemlich unverwechselbar sind. Da gebe ich wir ihm vollkommen so etwas recht. Wie grauenerregende Feuersbrünste und zerfetzte Leichen? So ungefähr. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht. Okay. Ich bin mal gespannt. Nun, kämpft ihr zum ersten Mal gegen einen bezwingt Gott? Innerhalb von 3 Minuten genau. Nach Verlassen der außen 3 Elite-Patrouillen in Salzebenen. Okay. Ich mal Mordremos und sage nein. Aber keine Sorge. Ich zeige euch, wie es geht. Tod dem Feind! Da haben wir vielleicht die erste Patrouille schon. Könnte das sein? Da ist... Da, das müssen wir. Oder? Feuer.
Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, ob wir den Erfolg so groß schaffen werden. Aber die erste haben wir, glaube ich, schon. Okay, es ist fast tot. Da ist die andere. Okay, da haben wir die zweite. Ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach Kommandeur. Ja. Seht euch das an. Da ist Ridlock. Brandspuren. Da müssen wir jetzt hin. Ja. Intensiver als die anderen. Der Sand ist hier zu Glas geschmolzen. Die Wirkung ist also dieselbe wie bei der Brandmarkung durch Karl Katorik. Okay. Sie bei Blast nicht von Verderben durchzogen. Naja, nicht so übel wie Karl Katorik, aber trotzdem ein verdammter Drache. Wo habt ihr gelernt, Drachen aufzuspüren? Erst das Verteidigung, ist dann Angriff. Das ist die Anwendung des gesunden Menschenverstands auf das, was man in der materiellen Umgebung beobachtet. Ja. Seht ihr? Ich wusste mal, da ist der andere Babbo, den wir gesucht haben. Ja, was hat der mich denn jetzt einfach hierher geschossen, der Idiot? Ja. Brauche Unterstützung. Jetzt geht's. Und schlecht alle aufhalten. Spülen den Schlachtkorb. Okay, den haben wir jetzt auch. Aufgeladen. Dann haben wir hier noch was. Okay, Leute. Sucht in den Salzebenen nach Balthasar und Flast. Flast. Ich weiß leider nicht genau, wie man ihn betitelt. Das war ein Drache. Das hat sich nach Drache angehört. Definitiv. Das hat sich nach Drache angehört. Da sind so Werfer. Hüpfen wir mal hier rüber. Ah, ja, ja, ja. Okay, ich glaube, okay, okay. Dieses Plateau hoch. Ich glaube, man darf mit der Himmelsschuppe nicht da so rumfliegen, sondern eher mit dem Raptor was machen. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Da ist Balthasar und die Heroldin. Balthasar! Wo ist Flast? Da! Oh mein Gott. Niemals. Bedenkt, dass ein Leben der Knechtschaft immerhin noch ein Leben ist. Okay, wir gucken mal. Was haben wir hier? Besiegt die Heroldin des Balthasar, ohne Schaden durch die Flammen irgendwas zu nehmen. Erwartet von meinem Gott keine Gnade. Er sollte auch keine von mir erwarten. Blitzstrahl! Okay, bisher geht's. Ich höre Flast, ich weiß nicht, wie er genau heißt, die ganze Zeit in meinem Ohr rumbrüllen. Macht dies den Schmerz erträglicher. Vielleicht bin ich stärker als ihr. Aufgeladen.
Oh, das war nicht so gut. Spül den Schmerz fort! Beweist, dass ihr stärker seid! Tötet meinen Gott! Bitte! Was? Was? Sie hat gesagt, wir sollen ihn töten? Sie hat gesagt, beweist, dass ihr stärker seid. Tötet meinen Gott. Bitte. Okay. Okay, okay, okay. Oh nein. Oh nein. Da liegt er. Er ist irgendwie gefangen. Balthasar, beendet es jetzt und hier. Dieser Krieg wird Tyria vernichten. Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr Gräueltaten geschehen. Wenn ihr euch nicht auf einen Dialog einlasst, müssen wir euch als Feind behandeln. Ja. Nun gut. Ihr habt den Gott des Krieges vor euch. Oh Gott. Und ich bin eure Machenschaften leid. So sei es. Eure Heroldin ist tot. Ich habe sie getötet. Ihr hättet sie ersetzen können. Habt mein Angebot jedoch abgelehnt. Die Zeit der Diskussionen ist vorbei, Tyrianerin. Jetzt bleibt nur der Tod. Na super. Euch, mein Freund, werde ich verschonen. Doch weiter reicht meine Gnade nicht. Wieso will der Ridlock verschonen? Balthasar hinterlässt bei jeder Begegnung eine Flammenspur und fügt zu vorbeikommenden Gegnern Schaden zu. Macht gibt mir recht. Das war ein Knaller. Mich bringt Törichte Wahl. Oh, oh, Die Flammen werden euren Leichnam schwärzen. Ich bin hier raus. Uah, okay. Oh, Cass ist schon längst tot. Oh, 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 oh. Oh nein. Oh mein Gott. Er hat ihn getötet. Flat hat uns gerettet. Okay. Ah, Scheiße. Hilft mir mal. Okay. Was ist passiert? Oh, haben wir überlebt? Nein, nein, nein. Was, was? Also, was ist mit Balthasar geschehen? Also, Aurines Bruder haben wir leider verloren. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, Redlock, muss ich sagen. Was ist gerade geschehen? Warum hat euch Balthasar verschont? Euch Freund genannt? Er, Balthasar. Ich glaube, wir sind uns schon begegnet. Wie meint ihr das? Wann? Als ich nach meinem Schwert zu Othin suchte, in den Nebeln. Da hat er ihn gesehen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon gesucht hatte. Man verliert in den Nebeln leicht das Zeitgefühl. Ja. Aber als ich Sotin endlich fand, war seine Flamme erloschen. Oh. Dann sah ich den Fremden. In Ketten. Er sagte mir, er könne die Flamme meines Schwerts wieder entzünden. Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt oder warum er dort gefangen war. Ich bat ihn nur, Sotins Flamme wiederherzustellen. Um mich erkenntlich zu zeigen, durchtrennte ich seine Fesseln mit dem Schwert. Ja. Und hast ihn freigelassen. Als ich es tat, öffnete sich ein Portal. Er sagte mir, es sei ein Weg aus den Nebeln hinaus. Nach Hause. Okay. Er muss mir hindurch gefolgt sein. Bei der Flucht aus den Nebeln.
Ich wusste es bis gerade eben nicht, aber dieser Fremde war Balthasar. Scheiße. Aber gut, das hätte jedem passieren können. Wie andere Geister in den Nebeln gefangen ist. Ich wusste es nicht, bis gerade eben. Kommandeur, ich mache das wieder gut. Ich weiß. Okay, wir müssen mit Cass und Kanach quatschen und zugleich Balthasar konfrontieren. Ich würde sagen, wir fangen mit Kanach an. Ist Ridlock in Ordnung? Balthasar schlägt mit der Kraft eines Gottes zu. Ja, leider. Es ist schon gut. Vlast hat sich selbst geopfert, um mich zu retten. Oh, bei den Göttern! Als er starb, wurde Balthasar von der Kraft zurückgestoßen. Und danach war er einfach fort. Wir wissen also immer noch nicht, warum er Vlast wollte, wie seine Pläne aussahen. Augenblick! Diese Kristalle! Ja, was ist mit denen? Das hier? Merkwürdige Kristallscherbe. Der Erinnerungskristall aus, den wir in Glins Höhle gesehen haben, ja, als der Meister des Friedens Orins Ei erhielt. Ein Erinnerungskristall? Wie seid ihr... Der Kriegsgott ist hinter mir her. Wegen der Kräfte in meinem Innern und der Waffe im Schatten der Propheten. Okay. Du musst herausfinden, wie man sie entfesselt, Schwester. Und zwar vor ihm. Oh, okay. Das ist Blasts Stimme. Nicht wahr, Kommandeur? Yep. Er hat diese Nachricht für Orin dagelassen. Oder für jemanden, bei dem er sich darauf verlassen konnte, dass er sie ihr überbringt. Schatten der Propheten. Irgendwelche Vorschläge? Das ist vermutlich Glints Höhle. Ich bin schon dort gewesen. Sie ist nicht weit von hier. Nicht weit von hier, okay. Ridlock, ihr hattet... Kashmir hat sich Sorgen gemacht. Wenn Balthasar Glints Höhle kennt, könnten wir beim Versuch hineinzukommen auf Widerstand stoßen. Wenn wir überhaupt reinkommen. Das ist ja der Trick bei der Sache. Ich wollte schon sagen, wenn wir überhaupt da hinkommen. Okay, jetzt haben wir 3 Sternchen von allen. Okay, was sagt Kanach? In Ordnung. Ihr drei begebt euch zu Glints Höhle und haltet nach Geschmiedeten und nach Balthasar Ausschau. Ich werde die restlichen Kristalle besorgen. Sie könnten sich als nützlich erweisen. Ja. Außerdem brauche ich einen Ort, von dem aus ich Taimi erreichen und mich bei Orin melden kann. Werdet ihr Orin von Vlast erzählen? Ich bin sicher, sie weiß bereits alles. Das denke ich nämlich auch. Ich kann spüren, wie sie reagiert. Sie scheint mit Vlast auf dieselbe Weise verbunden zu sein wie mit mir. Tatsächlich. Auf jeden Fall solltet ihr in Anbetracht der Höhe dieses Terrains herausfinden, welches Transportmittel die Einheimischen benutzen, Kommandeur. Okay. Das war auch so ein kleiner Wink mit dem Zaun. Fahren Richtung Hase, weil wir sind hier in dem Gebiet, wo man den ursprünglichen Hasen sich holen kann. Das war mal eine heftige Folge. Wow, und das nicht mal in 20 Minuten. Wir haben immer noch 10 Minuten übrig. Also Flatsch, ja, der hat sich für uns geopfert. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Ich finde es ziemlich krass. War mir von Anfang an klar, dass Orin wusste, dass sie wahrscheinlich einen Bruder hat. Die hat wahrscheinlich die Verbindung die ganze Zeit gespürt. Aber ja, das ist halt nochmal was anderes, ihn so live zu sehen. Und er war schon ausgewachsen. Stärker als wir und auch als Orin. Und es lässt ein bisschen zu denken übrig, dass er es jetzt nicht geschafft hat. Was müssen wir denn machen? Kontaktiert Taimi wegen Vlast? Und wir müssen Kristalle Ach Gott, sind es viele. Okay, ich würde sagen, wir gehen vielleicht hier als erstes den Kristall holen. Und dann machen wir hier so einen Schlenker nach unten und gehen hier dann die Informationen an Taimi geben. Aber wir gehen schön auf unsere Himmelsschuppe. Die Waffe in der Hand zu halten bedeutet, das Schicksal Tyrias in der Hand zu halten. Die Kraft, die Welt in ihrer Gestalt zu verändern. Okay.
Ihre Kräfte reichen aus, die Altdrachen zu besiegen. So etwas sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Da widerspreche ich nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach oben zu dem Kristall. Decken zumindest einen Teil der Karte schon mal auf. Die ist eigentlich so wie ein bisschen am Nun, ich sage immer noch falsch, aufgebaut. Gehen wir mal dahin. Ah, die Sternchen signalisieren es mir schon, okay. Oben? Ich vermute oben, ne? Unten war, glaube ich, ein bisschen falsch von der Flugweite, wie die Kristalle geflogen sind. Ja, das ist schon wieder nicht so eine schöne Folge. Wir verlieren ziemlich viele gute Leute. Okay. Mit ihr lassen sich verheerende Kräfte bekämpfen und die Vernichtung allen Lebens verhindern. Mhm. Er tritt in die Fußstapfen seiner Mutter. Okay, wo ist der Nächste? Hier. Ach Gott. Das habe ich nicht erwartet. Ich konnte mich da gar nicht dran zurückerinnern, dass Aurines Bruder uns da zum einen das Leben rettet, aber selbst daran halt verstirbt. Das hatte ich nicht mehr so im Gedächtnis. Da oben ist er. Was ist hier? Euer Reittier stoßt ein Alpha-Gepoll aus, mit dem es jüngere Zähmlinge befindet. Euch zu folgen wird nicht, wenn sie angegriffen werden. Ah, okay, cool. Das ist aber neu, das kenne ich so gar nicht. Stein und Bein. Ja. Du sollst schon dahin zur Scherbe springen. Danke. Er hat das falsche Ziel vor Augen. Wir sind nicht bereit. Ja. Wir? Er spricht von Aurine. Ja, das macht auch am ehesten Sinn, meiner Meinung nach. Ich denke nicht, dass er uns damit meint, weil er kennt uns ja an sich nicht wirklich. Denke ich zumindest. Ich kann mich natürlich täuschen. Ich würde oben bleiben. Ich denke, das macht mehr Sinn. Und das sind die Jünglinge da, mit diesen Fäusten auf dem Kopf. Die muss man da anbrüllen und dann folgen die einem. So, nächster Kristall. Meine Schwester. Es ist eine schwere Bürde. Manchmal zu schwer, um sie überhaupt zu tragen. Aber Mutter hat daran geglaubt. Also ja. Müssen wir standhaft bleiben. Wenn du selbst denn bist. Oh. Der Rest muss verdorben sein. Scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Da wäre nämlich bestimmt noch was Interessantes bei gewesen. Wir fliegen mal weiter. Ich würde da durchfliegen. Wir kommen jetzt auf so ein bisschen anderen Kartenabschnitt. Stein und Bein! Juhu! So. Wir haben hier eine Wegmarke. Die holen wir uns schon mal. Bevor wir jetzt uns den nächsten Kristall anhören. Hallo Hydra, ich will nichts von dir. Lass mich in Ruhe, bitte. So, ja. Da haben wir die Wegmarke. Zack. Und ich glaube, wir müssen wieder ein Stück nach oben. Oder? Ja. Okay. Stein und Bein! Wenn du diese Kristalle gefunden hast, bedeutet dies, dass ich gescheitert bin. Noch bevor wir uns trafen. Dafür entschuldige ich mich. Ich hätte die Gesellschaft am Wüstenhimmel genossen. Sie wird ihren Bruder nie kennenlernen. Ach. Ja, leider. Leider. So. Irgendwo
hier, wir haben hier ein Panoramchen. Komm, das gucken wir uns einmal an. Das ist schon mal so ein Überblick haben. Wieso bin ich denn jetzt im Kampf? Die Luft ist mein Muss ich nicht verstehen. Dass wir schon mal so einen Überblick haben, wie die Karte aussieht. Sie ist sehr wie am Nun. Aber ich finde die Pass of Fire Karten wirklich super, super cool gemacht. Mal was ganz anderes, was man sonst hat. Man hat überall so Hochgänge und da wuseln überall verschiedene Kulturen rum. Also wirklich super, super abwechslungsreich und cool gemacht. Und da haben wir unseren Kristall bei den Harpien. Die habe ich jetzt nicht vermisst. Das heißt, du hättest einen Champion gewählt. Dies wird nötig sein, wenn die Welt umstürzt. Oh, okay. Der Tod des Dschungeldrachen hat den Aufstieg unseres Erzeugers beschleunigt. Ja. Wenn ich es nur gewusst hätte. Ja, gut. Wir konnten nicht in die Zukunft gucken. Wir haben das in dem Moment... Was? Okay, ich würde sagen, wir erledigen jetzt das mit unserem Sternchen. Weil wir sind jetzt hier in der Nähe von einem höheren Punkt und fliegen dann weiter hoch, solange wir Zeit haben für diese Folge. Ich glaube, wir müssen ganz hoch, oder? Ja, also dass die Folge so ein Ende nimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir kriegen irgendwie noch so ein bisschen... Ja. Aufgeladen. Bisschen was von ihm gezeigt, erklärt. Gerade wegen Aurin, jetzt muss ich wieder runter. Timey kontaktieren. Timey, bitte komm. Da ist was im Busch, stimmt's? Keith sagt, die Stimmung in der Eikammer habe eine beunruhigende Wendung genommen. Wie meint ihr das? Aurin ist nicht wie sonst. Sie hat angefangen zu stöhnen, als habe sie Schmerzen, aber sie lässt niemanden an sich heran. Oh oh. Sie hat ihre Aufseher von den Erhabenen sogar angeblafft. Voller Wut. Die ganze Stadt spricht schon davon. Was ist denn los? Balthasar ist wesentlich härter als früher. Er hat uns weggefegt, als wären wir gar nichts. Und er hat Vlast getötet. Er hat auf mich gezielt, aber Vlast hat den Treffer abgefangen. Oh Mann, das erklärt, warum Aurin so aufgeregt ist. Sie trauert um ihren großen Bruder, das arme Ding. Ich nehme mal mit Cave und den Erhabenen Verbindung auf. Vielleicht können wir Aurin beruhigen. Klingt nach einem Plan. Ich melde mich bald wieder. Timey, Ende. Jo. Okay, Timey weiß Bescheid. Und Aurin, so wie es aussieht, auch. Okay, wir müssen jetzt hier hinter. Wir holen jetzt in diesem Part die letzten Kristalle noch, dass wir im nächsten Part ganz normal weitermachen können. Und dass wir auch die Informationen an einem Stück haben und nicht so gebröselt. Ja, armes Aurinchen. Armes Aurinchen. Ich meine... Gut, ich weiß ja ein bisschen mehr, wie auch andere, aber wer ganz neu bei ist, den wird es noch einigermaßen aus dem Hocker hauen. Hier hätten wir auch eine Einsicht in die Beherrschung. Und da oben haben wir den Kristall. Der Gott des Feuers ist immer noch hinter mir her. Ich fürchte, dass ihm die Waffe in die Hände fällt. Sollte dies geschehen, hat das unvorhersehbare Konsequenzen. Ja. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Aber so oder so macht es das nur wichtiger, die Waffe zuerst zu erreichen. Es tut mir leid, bei uns sind sie hier unten am Rasenmähen. Ziemlich laut leider. Ich hoffe, es stört jetzt nicht so sehr, auch wenn die Balkontür zu ist. Es ist halt... Oh Gott, ist das laut. Alter Schwede. Ich höre das ja noch lauter als durch das Mikrofon. Ihr dann... Wahnsinn. So. Wo ist unser nächster Kristall? Den haben wir hier unten. Ich hätte sie zerstört, aber Mutter hat es untersagt. Ja. Diese Krise jedoch hat sie nicht vorhergesehen. Ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist.
Wie heißt so schön, alle Wege führen nach Ruhm. Man muss halt mit den Konsequenzen und den Auswirkungen dann halt umgehen, die dann halt dementsprechend nach Weg, nach Entscheidung entstehen. Es ist wie damals mit Mortremos, den Dschungeldrachen, den wir da halt erlegt haben. Wie Flatt sagte, Flast, glaube ich. Dadurch ist das Ganze ja nur noch schlimmer geworden. Haben wir aber nicht gewusst. Ich bin in dieser Rolle gefangen. In diesem Vermächtnis. Ich sehne mich nach Freiheit. Kann aber die Verantwortung nicht von mir weisen. Täte ich es, würde ich die sterblichen Völker der Vernichtung anheimfallen lassen. Und vielleicht sogar mich selbst. Allerdings bietet auch der Tod eine Art Freiheit, nicht wahr? Okay, wo wäre unser nächster Halt? Wir haben noch 3 Kristalle. Auf dem Weg haben wir eine Wegmarke, die holen wir uns auf jeden Fall. Ich will einfach nur beim Korbkampf mitspielen. Genau, hier ist das Herzchen, wo man dann den Hasen drüber bekommt, wenn man ihn nicht über eine andere Erweiterung spielt. Ich weiß, dass man ihn über End of Dragons bekommen kann. Darüber haben wir ihn beim zweiten Account uns geholt, aber per Zufall eher gesagt. Ja. Immer noch nicht für den Tod meiner Mutter büßen müssen. Wenn die Zeit kommt. Oh Gott, das war auch abgebrochen. Also Kalkatorik ist scheint der Vater der beiden. Ich meine, sowas habe ich auch im Gedächtnis. Und die Mutter, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer die Mutter der beiden ist. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Wenn das jemand weiß, darf es natürlich gerne mit uns allen teilen. Aber was ich weiß, sie ist, soweit ich weiß, verstorben. Sie ist nicht mehr da. Glint. Nee, Glint war doch dieser eine Fuzzi. Da war das der Drache, Glint. Ich bin unsicher gerade. Wer es weiß, klärt mich bitte auf. So, wir haben jetzt hier hinten noch ein Panoramchen. Und ich vermute, dass da irgendwo... Da ist ein Beherrschungspunkt. Wo ist unser Kristall? Da ist ein Panorama. Da ist die Heldenherausforderung. Hä? Verborgene Truhe. Ah, hier unten. Okay. Den hatte ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm. Ich frage dich, Schwester. Ja. Wirst du von deinen Aufsehern bei den Erhabenen so geformt, wie sie mich geformt haben? Haben ihre Worte dein Herz umgarnt? Ich glaube schon, oder? Hast du das Gefühl, dass diese Worte mit jedem Augenblick schwerer wiegen? Okay. Ich gebe dir einen Rat. Wenn du deiner Wärter müde wirst, lassen sie sich durch ein Fauchen oder einen Schlag mit dem Schwanz schnell vertreiben. Lass nicht zu, dass sie vergessen, wer ihr seid. Oder gar du selbst. Ich wollte es gerade sagen, sie ist immerhin ein Drache und kein Haustier. Okay. Wir haben jetzt hier hinten unseren letzten Kristall. Den holen wir uns jetzt noch. Und dann machen wir auch schon Schluss für die Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ob wir Aureen irgendwann mit einbezogen bekommen. Da bin ich schon sehr gespannt, weil wir sind jetzt schon in der dritten Erweiterung. Ne, in der zweiten Erweiterung. Genau, erst HOT, dann Pass of Fire. Davor kam Lebendige Welt Staffel 2 und 3. Und da hat das mit Aureen ja alles so angefangen. Aber wir haben sie seither, meine ich, nicht mehr aktiv gesehen. Wir waren einmal noch in der Kammer, aber da war sie auch noch ein kleines, wo wir mit ihr die Ausbildung begonnen haben, um sie an uns zu binden. Aber sonst kann ich mich persönlich jetzt an nichts mehr erinnern. Dein Champion hat meine Neugier geweckt.
Vielleicht, weil meiner nie erschienen ist. Das ist blöd, das tut mir leid. Die Erhabenen haben mir einen Sinn gegeben, aber keine wahre Verbindung damit. Das glaube ich. Ich hoffe, dass es dir besser ergeht, meine Schwester. Ich hoffe, dass dein Leben sinnerfüllt ist. Ich fühle die meiste Zeit nichts als Zorn. Armer Kerl. Armer Kerl, armer Kerl. Hat nur so eine kurze Rolle bekommen und dann doch so ein hartes Schicksal. Ja, aber für die heutige Folge war es das. Wir haben viel, viel, viel erlebt. Ich freue mich sehr auf den nächsten Part. Hoffe du natürlich auch. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall, es verschafft euch mit Hilfe eures Springerreittiers Zutritt zu Clints Höhle. Heißt, wir werden in Clints Höhle gehen. Und mal gucken, ob wir was da rauskriegen, ob wir weitere Informationen kriegen. Ich würde gerne Aurene noch mal wiedersehen, muss ich gestehen, um zu gucken, wie weit sie jetzt schon gewachsen ist. Ich meine, wir kriegen einen riesen Zeitsprung hingesehen. Sie ist, glaube ich, schon ausgewachsen oder Teenager, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ihr Bruder ist leider verstorben. Der hat sich für uns geopfert, sonst wären wir jetzt nicht mehr da. Aurene ist in Trauer, kann ich voll und ganz verstehen. Wir sind an ihrer Seite. Timmy guckt, dass sie mit Case in Kontakt tritt und mit den Erhabenen und ihr da irgendwie Unterstützung zukommen lässt. Finde ich super. Aber wir machen erstmal Schluss für heute. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar von dir freuen. Und würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.